Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. MGT scheinbar unfähig, die Lücke in der Mannschaft zu schließen. Das lesen wir uns gleich zunächst einmal durch. Allerdings geht es heute gegen den Aufsteiger Bournemouth. Letzte Episode leider das Tyneworld Derby verloren gegen den FC Sunderland. Das heißt, heute müssen wir gegen die momentan Tabellen 17 punkten, um irgendwie wieder oben den Anschluss zu finden. Arsenal immer noch 3 Punkte entfernt, was an sich in Ordnung ist. Allerdings ist das natürlich trotzdem eine kleine Lücke, die erstmal überwunden werden muss. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da wäre richtig nice. Jeder einzelne Daumen ist eine großartige Unterstützung. Also nehmt euch nicht aus der Verantwortung, sondern zeigt mir, wenn ihr auf diesen Karrieremodus Bock habt und wenn euch diese Episode gefällt. Das ist einfach nur großartig. Und damit kommen wir jetzt zu diesem Artikel. Was steht da drin? Nach dem Verkauf von CC hat MGT oft in eigenen Reihen Stürmer zu finden, der einen gleichwertigen Ersatz darstellt. Einer der Kandidaten war Jose Perez, jedoch unterirdische Leistung, selbst diskreditierte. Aha. Ja, ich würde mal sagen, Pato ist jetzt kein so schlechter, ne? Also irgendwie Schwachsinn, was da steht, aber gut, das kennen wir ja nicht anders. Das ist im Karrieremodus immer so, dass dieser Artikel nicht sonderlich, wie soll ich das sagen, nicht sonderlich ernst zu nehmen sind, beziehungsweise seriös sind. So, Pato, Elliot, steigt TOT, Krull, Wijnaldum und damit abgestellt, das ist in Ordnung. Wir haben noch ein paar Spieler aus England und zwar unter anderem Olukanmi, den gucken wir uns mal an, einfach aus Spaß. Ich glaube, der hat lustige Haare in Realität, bin mir gerade nicht sicher. Van Dijk gucken wir uns auch mal an, Corker nicht, Shaqiri auch nicht, Bennett auch nicht, Mitchell, Antonio auf jeden Fall, Ray van La Barabom auch nicht, Scannell auch nicht und damit sind wir schon wieder durch den Scout-Bericht. So, Scout auf Spieler angesetzt, dafür kriegen wir wieder Punkte. Allerdings habe ich festgestellt, es gibt dummerweise für, im Idealfall bist du auf Level 100 in diesem ESFC Football Club. Vielleicht geht es sogar noch höher, wahrscheinlich geht es noch höher. Allerdings finde ich das irgendwie ein bisschen dämlich, weil, was bringt mir das? Ab Level 50 kann man sich ja gar nichts mehr kaufen. Es gibt ja nichts, was du über Level 50 freischalten kannst. Das finde ich irgendwie nicht nur dreist, sondern irgendwie auch lächerlich. Aber gut, kannst du halt nun mal nichts gegen machen. Das ist EA, wir kennen es nicht anders. Wen setzen wir jetzt eigentlich auf eine Bank? De Jong würde ich mal sagen. Und zwar für Mitrovic. Und stelle sogar eine Startelf. Kapitän wird dann heute mal Kollege Sissoko sein. Und in der Innenverteidigung machen wir dann noch irgendwas. Nee, eher nicht. Wir lassen den beiden ihre Chance, wobei. Chan ist auch nicht so fit. Gut, wir lassen die beiden die Form wieder hoffentlich hochtragen und dann würde ich sagen, gehen wir ins Spielchen gegen den AFC Bournemouth. Ich wünsche euch viel Spaß. Hoffentlich ein Tor von De Jong, das wäre ganz cool eigentlich. Und wir sehen uns gleich wieder. Der Tabellenachte zu Gast beim Tabellen 17. Newcastle United im Vitality Stadium beim FC Bournemouth. Der Aufsteiger bisher noch nicht mit den großartigen Sprüngen in der Tabelle bzw. großartigen Leistungen, obwohl der Kader ja der gleiche geblieben war, spielten sie nicht den besten Fußball, so wie in der vergangenen Zweitligasaison bzw. Premiership-Saison. Allerdings sollte das sich heute ändern gegen die Magpies. Federici im Tor davor, Smith, Ward, Distin und natürlich auch Daniels auf der 6 spielten dann Richie zusammen mit Arthur Sermon. Paar von Tomlin in der Offensive hinter Callum Wilson, der ehemalige Top-Torjäger. Bisher die Saison noch nicht so ganz in Fahrt, allerdings kann das natürlich noch passieren. Bei Newcastle Krull, Dix, Pogba, Mbemba und Colback in der Defensive. Jan Mazas saß nur auf der Bank nach den anstrengenden letzten Wochen. Sissoko und Tio auf der Doppel-6, davor Thomas Aarons und Siem de Jong anstelle von Jorginho Wijnaldum, der immerhin auf der Bank saß, vertreten wurde in seiner Kapitänsrolle von Moussa Sissoko. Und die Sturmspitze natürlich Alexandre Pato, momentan so ein bisschen in einer kleinen persönlichen Formkrise. Das sollte sich aber heute natürlich im Idealfall für die Magpies ändern. Viele mitgereiste Tunes ins Vitality Stadium und dann ging es los und überraschenderweise spielte Bournemouth direkt mal forsch nach vorne und hielt dagegen. Es war eine sehr aufregende Partie in der Anfangsphase. Hier haben wir Smith am Ball, der setzt sich da erstmal gut durch, spielt den Ball weiter und der Ball kommt zu Callum Wilson, der zieht mal ab und das war die erste einigermaßen gefährliche Annäherung an das Tor von Tim Krull in dieser Situation. Auf der anderen Seite sieben die irgendwann mal mit der ersten Gelegenheit für die Magpies, allerdings zu ungenau hier gespielt, sein Ball in den Rückraum auf Moussa Sissoko. Soko dementsprechend Eckball und auch da sieht man wieder, woran es gescheitert ist bei Newcastle in der Anfangsphase. Hier die Ecke nicht so ganz präzise. Ja, Aarons kriegt den Ball nochmal wieder, flankt nochmal, aber direkt in Federicis Arme. Also auch das wieder nicht präzise genug und das war das große Problem bei Newcastle United. Auf der anderen Seite sah das deutlich besser aus. Hier haben wir den Ball auf Tomlin und der mit der Hacke auf Callum Wilson und Krull ist dann da, ohne Probleme diesen Ball festzuhalten. Der Konter eingeleitet und zwar über 7 De Jong und Sissoko. Schöner Ball nach außen, Alexandre Pato, der ist ja immerhin schnell, setzt sich da durch gegen Ward.
Ort macht das klasse nochmal auf De Jong und der versucht schöne Parade, allerdings von Federici. Es blieb so weiterhin beim 0:0. Der anschließende Eckball von Moussa Sissoko, dem Ersatzkapitän, in die Mitte gebracht. Der Kopfball von Tioté ans Lattenkreuz. Allerdings eben nicht drin. Nochmal der Seitfallzieher vom Ivora. Allerdings ist das diesmal kein Problem. Für Federici die größte Chance bis zu diesem Zeitpunkt in der Partie. Auf anderen Seite ging es dann auch gut weiter. Wieder der Ball auf Tomlin diesmal. Der versucht es. Krull kann den abwehren. Allerdings hatte Bournemouth jetzt Morgenluft geschnuppert. Der Fehler in der Defensive. Der Ball kommt auf Arta. Der Ball kommt auf Tomlin. Und der zieht einfach mal ab von der 16er Kante. Torwart-Ecke. Egal. 1:0 für Bournemouth. 43. Minute. Die nicht unverdiente Führung für den Aufsteiger. Und das war richtig, richtig stark gemacht. Da sieht Krull nicht allzu gut. Allerdings der Schuss von Tomlin auch sehr tückisch. Flattert ein bisschen und schlägt dann einen im oberen Winkel. Da kann der Niederländer wenig machen. Springt dann natürlich auch ein bisschen unglücklich hin. Anstelle von zur Seite ein bisschen nach hinten. Allerdings blieb es so halt beim 1:0 für Bournemouth. Newcastle versucht es nochmal kurz vor der Halbzeit über Thorvon. Er setzt sich hier außen durch. Allerdings weiß nicht wirklich, was er machen soll. Vertändelt den Ball dann fast und geht dann doch in die Mitte vorbei an den Verteidigern und dann gegen Federici, der ein klasse Spiel machte und auch in dieser Situation hier das 1:1 verhinderte. Anschließend Ecke wieder von Rondo Aarons, aber das alte Spiel, es war einfach nicht genau genug. Die Präzision fehlte im Spiel von Newcastle und danach war dann Halbzeit. Bournemouth führt gegen Newcastle. Das war unerwartet. Allerdings spielte der Aufsteiger richtig gut und das wollten sie auch. Sie wollten die Leistung verbessern im Vergleich zu den Vorwochen und Lee Tomlins Schuss aufs Tor. Der erste war noch in Ordnung, der zweite war dann richtig gut und brachte hier die Führung. Zweite Halbzeit. Newcastle hatte also noch 45 Minuten, das Ganze umzudrehen. Sie versuchten es. 52. Minute. Aarons mal geht über außen die Flanke. Ja, wird ein bisschen rausgeschlagen quasi. Dabei kommt nochmal auf Moussa Sissoko und der Kapitän übernimmt Verantwortung und zieht einfach mal ab. Der Pfosten rettet für Bournemouth in der Situation. Zum zweiten Mal Aluminium in dieser Partie. Bei Newcastle läuft der Ball einfach nicht ins Tor. Danach spielte Bournemouth defensiv klasse. Gouffran mittlerweile eingewechselt bereits nach 77 Minuten und dieses Foul von Daniels gegen den Franzosen. Und das gibt nur eine Entscheidung des Schiedsrichters und das muss die rote Karte sein und wird sie es? Es wird sie natürlich. Gar keine Frage, Daniels komplett unnötig. Da wäre noch ein Verteidiger gewesen. Er springt Gouffran von hinten in die Beine, der erstmal seit Ewigkeiten wieder auf dem Platz stand. Und da beschwert er sich noch, dass er Schiedsrichter nicht sehen könnte. Aber es war alles richtig entschieden. Sissoko mit der großen Chance aus 25 Metern. Aber Federici wieder mit einer klasse Parade hält diesen Ball, kratzt ihn aus der Ecke und dementsprechend weiter 1:0. Der anschließende Eckball ebenfalls wieder von Sissoko reingebracht. Aber diesmal kommt nicht mal wirklich ein Kopfball zustande. Nochmal Sissoko. Und auch da fehlt es ihnen an der Präzision. Schwache Ballannahme und im Endeffekt der Ball dann vertändelt im gegnerischen 16er. Das war dann die vorletzte Chance der Partie. Die letzte haben wir jetzt. Alexandre Pato, Nachspielzeit bereits, setzt sie nochmal durch, kommt aber nicht so wirklich zum Abschluss, kommt nicht in Schussposition und muss deswegen mit dem Ball weitergehen. Immer weiter, versucht dann nochmal in die Mitte zu passen. Allerdings wird er, wie wir gleich sehen werden, abgeblockt, schlecht geklärt allerdings. TOT nochmal mit dem Kopf, Chancel Mbemba mittlerweile aufgerückt. Der kongolesische Innenverteidiger versucht es aus 7 Metern, aber verzieht und das war die letzte Aktion der Partie. Newcastle United verliert gegen den AFC Bournemouth im Vitality Stadium mit 1:0. Die starke zweite Halbzeit, in der sie Bournemouth wirklich komplett unter Kontrolle hatten, keine einzige Chance mehr zuließen, reichte nicht für einen Punkt, geschweige denn einen Sieg gegen den Aufsteiger. Die haben sich richtig, richtig gut präsentiert, gerade in der ersten Halbzeit, auch verdient mit dem 1:0. In der zweiten Halbzeit war es dann glücklich, aber das macht ja nichts, denn so holen sie 3 Punkte und befreien sich so ein bisschen aus dem Tabellenkeller. Newcastle wollte wieder angreifen, wollte oben wieder anschließen, allerdings hat das so nicht geklappt. Pato ein bisschen in der Krise. Der war relativ unauffällig in der Partie. Da muss ein bisschen was passieren. Nächste Woche gegen Leicester City. Gegen die haben sie im Pokal gewonnen. Mal sehen, wie es da laufen wird in der Barclays Premier League. Jungs, wir stecken in der Krise. Das ist alles andere als schön. Wir verlieren tatsächlich gegen Bournemouth. Natürlich nicht verdient. Aber was willst du machen? Im Endeffekt hatten sie das glückliche Händchen bzw. das glückliche Schüsschen. Wir sind auf Tabellenplatz 9 abgerutscht und müssen auf jeden Fall das nächste Spiel gewinnen. Irgendwie müssen wir diesen Aufwärtstrend, was heißt beibehalten? Wir haben ja keinen, sondern wiederherstellen und dafür werden wir auf jeden Fall alles tun. Wir gehen erstmal auf das Training mit Perez, mit Thauvin, mit Sissoko auf jeden Fall auch. Bei dem fehlt es noch ein bisschen am Passspiel so gefühlt. Was haben wir noch? Ein Innenverteidiger. Ja, Mbemba kann sich gerade schlecht trainieren. Pogba nehmen wir dann mal dazu. Und dann nehmen wir noch Haidara bzw. Dix. Nehmen wir Haidara noch mit dazu. Ich bin wirklich ein bisschen angefressen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hättest du gerade auf keinen Fall verlieren sollen. Aber kannst halt nichts gegen machen. So ist FIFA.
Und da musste auch eine Niederlage mal wegstecken. So, Sissoko steigt im Rating auf 78. Allgemein die Ergebnisse relativ gut. Auch bei Perez fehlt es nicht mehr an viel. Das wird demnächst im Training auch auf das 75er-Rating dann zugehen. So, wir simulieren weiter. Haben anscheinend Länderspielpause, so sieht's aus. Und werden dementsprechend nochmal trainieren können. Das heißt, wir werden gleich schon Perez auf das nächste Rating hochkatapultieren können. Wir löschen mal den Versuch, Rüdiger zu scouten. Was haben wir hier noch? Ein Depp Cavalheiro. Und ja, alles nichts interessant. Ja, ich bin echt, naja, ich bin sauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, woran es gerade gelegen hat einfach. Das war offensiv nicht die Durchschlagskraft, die ich gern gehabt hätte. Wieder fragt mich Finnland. Ja, die Nation hätte ich ja wirklich gerne als Trainer, aber gut, was willst du machen? So, stoppen wir das Ganze, gucken uns den Scouting-Bericht mal eben an. Und aktuell ist aus England nochmal dazu. Adama, ja, den kannst du dir mal angucken. Murphy von mir aus, auch von Coventry. Ja, nee, Quatsch, Campbell brauchen wir ja nicht, Brian auch nicht. Elvis, ja, allein wegen dem Namen schon. Ja, hier, an sich, ups, jetzt habe ich den gelöscht, aber egal. An sich wäre Townsend auch nicht uninteressant, aber pff. Naja. So, den nehmen wir weg, nee, nehmen wir auch weg und den nehmen wir noch mit. So, haben wir die ersten paar Spieler in der Jugendmannschaft, das wollte ich nicht. Ich wollte trainieren, ich bin sehr gespannt, ob wir das Rating erreichen können. Das sollte aber kein Problem sein, wenn Perez sich ein bisschen anstrengt. Auch bei Thauvin sieht es sehr, sehr gut aus. Allerdings, wie kriegen wir den jetzt da hoch? Anscheinend nur mit Dribbling. Und das heißt, da müssen wir schon auf Durchsetzen gehen und hoffen, dass das auch ein bisschen ja, quasi Ansporn raushaut. Sissokos maximale ja, Vielversprechung haben wir quasi jetzt bereits erreicht. So, Pogba machen wir zwar defensiv, aber nicht das, sondern El Rondo. Was haben wir denn noch? Ja, damit Bemba, ach Quatsch, Pogba war ja schon. Irgendwie wollte ich machen. Aarons machen wir mal mit durchsetzen und dann machen wir noch wieder Massio Haidara und schauen mal, was daraus jetzt wird. Ob wir da was Cooles bei rumbekommen oder etwa doch nicht. Natürlich bekommt Perez nicht das Rating-Upgrade, aber Thauvin steigt auf immerhin eine 78, was ja schon mal ganz schön ist. Und ja, Perez wird dann spätestens, allerspätestens bei der nächsten Trainingseinheit, wenn nicht sogar nach dem nächsten Spiel, sein Rating-Upgrade bekommen. Wir spielen gegen Leicester City, das heißt der nächste Gegner, den wir im Idealfall schlagen sollten. Was heißt im Idealfall, ist eigentlich schon ein Pflichtsieg, aber das heißt ja momentan bei uns nicht wirklich viel. Trotzdem wollen wir es natürlich versuchen. Die Aufstellung wird sich minimal wieder verändern und zwar nehmen wir auf der einen Seite Dix raus, dafür kommt Jan Mart rein, Wijnaldum kommt wieder rein für Sim de Jong, Mitrovic auf die Bank für eben diesen, der mir gerade nicht so gut gefallen hat und damit gehen wir in die Partie. Ich wünsche euch viel Spaß, wir müssen 3 Punkte holen, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir oben dran bleiben wollen, also machen wir das jetzt. Viel Spaß und bis gleich. Leicester City war mal wieder zu Gast im St. James' Park nach der Pokalpleite gegen die Magpies. Sollte das Ganze heute gegen die kriselnden, ja, Elstern besser laufen. Newcastle momentan nicht gut drauf. Letzte Woche gegen Bournemouth verloren, heute gegen den Aufsteiger des letzten Jahres. Und das Ganze natürlich wieder alles andere als einfach die Partie stand unter keinem guten Stern für die Männer von Newcastle United. Und dann noch dieses Schauer, was den Spielern natürlich alles andere als gut hat. Krull, Janmaat, Pogba, Mbemba und Colbeck in der Defensive, Janmaat kehrte zurück, Sissoko und Tiote wieder auf der 6 davor. Thauvin, Aarons, Kapitän, Wijnaldum war wieder da und Alexandre Pato spielte erneut von Anfang an. Dem Brasilianer gefällt der Regen in England überhaupt nicht, sagt er zuletzt im Interview, aber er muss sich reinkämpfen und wieder Leistung bringen. Schmeichel, Simpson, Wasilewski, Hood und Elder in der Verteidigung, Albrighton, Inler, Drinkwater, Kramaric, Okazaki und Wardy bildeten die Offensivabteilung der Foxes. Das ist das offensivschwächste Team der Liga bereits, ja, ganze 8 Tore diese Saison und das als Tabellen-20. Zusammen mit den Tottenham Hotspurs, zumindest in dieser Tabelle, steht Leicester alles andere als gut da. Muss also besser werden. Shinji Okazaki und James Ward, die waren dafür verantwortlich, zusammen mit Kramaric und sie versuchten es in der Anfangsphase zumindest mal. Allerdings war das Spiel auf überschaubarem Niveau und die erste Aktion der Partie hatte ja tatsächlich Leicester City über James Ward, der sich außenklasse durchsetzt, 9 Minuten ungefähr durch und dann kommt die Flanke in die Mitte und da ist Drinkwater, was eine Parade von Tim Krull. Der hat letzte Woche ein sehr unglückliches Gegentor kassiert gegen Tomlin und hier macht er alles wieder gut. Klasse Parade mit dem linken Arm. Cash hat den Ball irgendwie noch raus. Wunderbar gemacht vom niederländischen Nationaltorwart. Er hält seiner Mannschaft hier erstmal die 0. Auf der anderen Seite kam Alexandre Pato noch knapp 13 Minuten erstmals nach vorne. Konter eingeleitet. Setzt sich hier auch schön durch an sich. Aber dann dieser Einsatz. Ja, Ball gespielt natürlich vom Defensivspieler. Pato bleibt angeschlagen liegen und blieb danach auch etwas länger noch am Boden und war nicht mehr ganz der Alte. Das erklärt eventuell die Situation. Wijnaldum macht das klasse. Spielt auch seinen Teamkollegen. Wunderbarer Pass und Pato
Lato mit dem schwachen Abschluss hätte er eventuell annehmen können und dann abschließen. Allerdings lief der nicht mehr ganz rund und das merkte man. Deswegen macht das in der nächsten Situation als Vorbereiter auf Wijnaldum, der dann alleine mal geht, hat keine Anspielstation, dann macht das eben allein und wieder der rechte Pfosten. Letzte Woche scheiterte Sissoko bereits daran, auf der anderen Seite TOT am linken Pfosten und jetzt Wijnaldum zum dritten Mal in zwei Spielen im Pfostenpech. Wieder schöner Versuch des Niederländers. Allerdings blieb es so beim 0:0 und damit ging es dann auch in die Pause. Wie gesagt, eine relativ schleppende Partie. Es passierte nicht allzu viel. In der zweiten Halbzeit ordentlich Potenzial bzw. Luft nach oben und wie das Ganze gelaufen ist, wir werden sehen. Tim Krüll hielt seine Mannschaft im Spiel, auf der anderen Seite war es der Pfosten. Die Fans waren nicht zufrieden, buhten teilweise sogar ein bisschen ihre Mannschaft aus. Allerdings gerade die Tunes natürlich mit positiver Energie beladen bzw. versuchten ihr Team mit positiver Energie zu beladen. Alexandre Pato blieb dann draußen. Mitrovic wurde eingewechselt und die Einwechslung des Serben machte sich gleich mal bezahlt. Erobert sich hier den Ball auf der Außenbahn gegen Elder. Dann der klasse Pass auf Wijnaldum, der das wunderbar macht gegen Simpson und auch gegen Wasilewski. Und 1:0, 63. Minute. Newcastle hat das Toreschießen halt doch nicht verlernt. Wunderbarer Abschluss des Niederländers und der macht hier die 1:0 Führung. Pfostenschuss im ersten Durchgang und zweimal darfst du dem die Chance so nicht lassen, denn dann nutzt er sie irgendwann. Das war klasse gemacht von Mitrovic. Wunderbarer Einsatz auf der Außenbahn. Stellt seinen Körper rein und der ist ja bullig und erobert sich den Ball. Dann die gute Übersicht auf Wijnaldum und was der dann mit der Verteidigung macht. Ein Wackler, zwei Wackler und der Abschluss. Keine Chance für Kaspar Schmeichel im Tor und dementsprechend hält er diesen Ball nicht und das vierte Saisontor von Georginio Wijnaldum für die Magpies fällt. Es ging direkt weiter. Newcastle versuchte weiter Druck zu machen. Pavon auf der Außenbahn zieht in die Mitte, macht das auch sehr, sehr gut, wird abgegrätscht, aber legt den Ball nochmal raus auf Mitrovic. Auch das erstmal wieder geklärt. Danny Simpson spielt den Ball nach vorne. Allerdings war diese Angriffswelle von Newcastle nicht vorbei. Die hatten jetzt richtig Lust auf Fußball spielen. Das ist Wijnaldum und der hat eine gute Idee. Flanke auf Mitrovic. Das Ganze wird zur Ecke geklärt. Allerdings sind sehr Standardspezialisten, haben kopfballstarke Spieler. Sissoko bringt den Ball in die Mitte. Thorvald köpft ihn nochmal auf den Bemba. 2:0. Der Innenverteidiger. Letzte Woche in der 90. Minute an sich selber gescheitert. Und jetzt haut er den Ball rein. Und zwar Volley aus der Drehung. Und den musste er auch erstmal so machen. Richtig schöne Kopfballverlängerung von Thorvald. Köpft nicht aufs Tor mit zu wenig Kraft. Nein, er legt ab auf den Bemba. Und der steht am 5-Meter-Raum und macht den Ball dann rein. Es ging weiter. Und zwar mit Newcastle in der Offensive. Wieder mal ein Ballverlust von den Foxes. Dann Sissoko mit dem Ball auf Wijnaldum, der ist allein auf weiter Flur, muss das 3:0 machen, er muss das Tor machen, er macht es nicht. Ja, die einfachen Dinger kann er einfach nicht, der Wijnaldum in manchen Situationen wirklich noch etwas schwach, was das angeht. War seine letzte Aktion, danach wurde ausgewechselt und direkt nach der Auswechslung des Kapitäns fehlt irgendwie so ein bisschen die Linie. Kramaric geht auf der Außenbahn durch, Flanke auf den zweiten Pfosten, da steht Robert Huth, 2:1 nur noch für die Magpies, das war ein wunderbarer Kopfball des deutschen Innenverteidigers, aber was Jan Mata macht, das weiß er wohl auch selber nicht. Sehr, sehr passiv in der Situation, der niederländische Rechtsverteidiger und dementsprechend kann der Ex-Nationalspieler einköpfen, macht das auch gut, rückt einmal mit nach vorne und bringt seine Mannschaft so wieder ran. Eventuell hat er auch noch die Chance, hier irgendwie einen Punkt oder sogar drei mitzunehmen. Newcastle brach allerdings jetzt nicht auseinander, sondern versuchte es weiter nach vorne. Ronaldo Arendt mit dem Ball auf den mittlerweile eingewechselten Perez. Der kam für Wijnaldum, allerdings scheitert auch der an sich selber und haut den Ball übers Tor. Das war alles andere als schön vom Spanier. Der war momentan einfach nicht gut drauf und das sah man auch in den nächsten Szenen. Sehr, sehr unglücklich agiert er teilweise. Allerdings machten es seine Teamkollegen teilweise nicht besser. 89. Minute, erstmal das Tackling gegen Thauvin. Allerdings erobert er sich den Ball dann nochmal wieder, geht klasse durch und jetzt kommt der Ball in die Mitte, in den Rückraum auf Mitrovic, der guckt weg. Warum guckt er denn nicht hin? So setzt er den Ball gegen den Pfosten und Jan Mart dann im Nachsatz nochmal auf Ayoze Perez, der versucht sich durchzusetzen, wird abgegrätscht. Es war egal, aber es hätte durchaus 3:1 stehen können. Im Endeffekt trotzdem der Sieg für die Magpies, 2:1. Die Krise so ein bisschen bewältigt, beziehungsweise ein kleiner Aufwärtstrend geschaffen. Das müssen sie jetzt in den nächsten Wochen fortsetzen. Leicester verliert zum zweiten Mal nach der Pokalpleite im St. James' Park. Die Fans waren ein bisschen gelinde gestimmt. Allerdings reichte das Tor von Robert Huth halt nicht, um hier irgendwie was mitzunehmen. Die Toons auf der anderen Seite waren sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft. Natürlich ein bisschen unsicher teilweise im Abschluss. Wijnaldum, Perez und auch Mitrovic hätten Tore machen können. Aber wenn du gewinnst, ist das im Endeffekt auch egal. Denn 3 Punkte nimmst du trotzdem mit und so wird der Anschluss an die Tabellenspitze gehalten. 2:1 Heimsieg für Newcastle United gegen die Foxes von Leicester City. Zugegebenermaßen geht das besser. Wir hätten locker noch 2 Tore schießen können, aber mir ist es egal, denn
Wir haben den Sieg und wir haben 2 Tore und oh, Gott sei Dank. Ey, das war sowas von wichtig. Wir sind wieder auf Tabellenplatz 8, 3 Punkte Rückstand, weiterhin auf Tabellenplatz 5, beziehungsweise wieder auf Tabellenplatz 5. Sunderland kann zwar noch das Ganze auf 4 Punkte erhöhen, aber mal sehen, ob die das tun werden. Es war eine absolute Katastrophe, dieses Spiel eigentlich. Also wir hätten locker früher führen müssen und so weiter und so fort. Aber gut, im Endeffekt haben wir gewonnen, von daher können wir uns wohl nicht beschweren und nötige Quäntchen Glück war am Ende wohl doch irgendwie noch an. Von daher will ich mich da auch gar nicht weiter beschweren. José Pérez ist so ein bisschen schade. Der war ja letzte Saison, beziehungsweise im letzten Jahr, im letzten Karrieremodus mit Newcastle, der absolute Edeljoker. Der hat ja immer getroffen, wenn er wollte. Direkt effektiv gewesen. Jetzt gerade, es hapert so ein bisschen an seinem Abschluss. Hoffentlich mit dem Rating, dass er jetzt nach oben steigt, wird das Ganze besser. Wieder nur ein D. Dafür ein A bei Mitrovic. Sehr, sehr schön. Und Haidara und auch Pogba. Mit guten Noten. Mal sehen, wie das in der nächsten Episode werden wird mit der José Pérez. Mal sehen, ob er wieder seine Spielzeit bekommt. Mitrovic momentan so ein bisschen weiter vorne, aber auf der 10 haben wir eher José Pérez, den ich momentan vor De Jong bevorzugen würde. Wir müssen mal schauen, wie das Ganze sich so weiterentwickeln wird. Die Form geht runter, aber das muss nicht zwingend was heißen. 81 Abschluss merke ich noch nicht, aber auch das muss, wie gesagt, nichts heißen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe es und hoffe, dass die nächste Episode nochmal ein bisschen erfolgreich wird von den Ergebnissen her. Lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, wollte ich eigentlich gar nicht nochmal sagen. Aber egal. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Nächste Episode spielt Haidara. Und ciao.